Ich hoffe aber, dass ihr mich jetzt akustisch auch verstehen könnt. Herzlich willkommen wieder zum Klimafasten. Die Fastenzeit geht weiter. Und heute ein bisschen ungewöhnlich, 16 Uhr, weil ich noch ein Podium habe und deswegen habe ich das einfach mal vorgezogen. Ich sehe schon eine etwas schwierige Zeit, um auf Instagram zu sein, aber das macht ja nichts. Ich hoffe, ihr habt heute auch alle eure Fastensuppe oder was ihr so habt vor euch. Ja, heute wollte ich zum Thema 12 Megaprojekte und unser CO2-Budget mit euch sprechen. Und wir hatten ja gesagt, wir wollen System Change statt Climate Change. Hallo Dinkelsbühl, schön, dass ihr auch dabei seid, freut mich sehr. Und an welche Strukturen müssen wir eigentlich ran, also welche Firmen müssten eigentlich mal wirklich ganz stark Klimafasten machen, damit wir CO2-Einsparungen erreichen, nicht nur Individuen, sondern Firmen? Ja, und es gibt eben einen NGO-Bericht von Urgewalt. Das ist eine NGO, die zur Divestment, also zum Geldentziehung aus fossilen Projekten, arbeitet. Und wir haben eben 12 große Projekte aufgedeckt, die allein 3/4 unseres Kohlenstoffbudgets verbrauchen würden weltweit, das uns bleibt, um die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Ich sage euch nur mal ein paar Beispiele, was diese 12 Fallstudien sind. Gasförderung in Mosambik, Öl- und Gasentwicklung in Suriname, Öl- und Gasförderung in Argentinien, Chinas Kohlepipeline, Indiens Kohleminen, Kohleexpansion in den Philippinen, Gasförderung in Australien, Bohrungen für Öl und Gas in dem norwegischen Barentssee und Offshore-Bohrungen in Großbritannien. Die Projekte sehen sich jetzt doch äußerst verschieden an, weltweit und so, aber es ist eins deutlich: Es geht immer um Öl oder Gas, fossiles Öl oder Gas. Also die bleiben nicht im Boden, im Gegenteil, es gibt weiteren Bestrebungen, Öl und Gas nach oben zu holen. Und sehr interessant ist doch, dass dann acht der weltweit von acht der weltweit größten fossilen Konzerne doch einige an diesen Projekten beteiligt sind, unter anderem auch British Petrol, BP. Ihr erinnert euch vielleicht, um BP gibt es Kerstin, das werde ich dann in die, wenn ich das Video online stelle, werde ich den Link zur Studie auch mit dazu stellen, dass ihr das nachschauen könnt. Genau, um BP ging es ja im letzten Video, dass die den CO2-Fußabdruck erfunden haben. Spannend, dass genau die mit einer der größten Treiber von fossilen Bohrungen sind. Und es zeigt uns einfach, dass Kohle, Öl und Gas, dass weiterhin aktiv daran gearbeitet wird, mit viel Aufwand, also was die Technik betrifft, die Kosten und auch die Umweltverschmutzung, das zu fördern. Denkt nur an die kanadischen Ölsande, also da ist wirklich die Landschaft sieht aus wie ein Kraterfeld. Also das ist eine Umweltzerstörung gigantischen Ausmaßes, die dort vorangetrieben wird, um das Öl daraus zu gewinnen, aus diesen Sanden. So, das scheint also immer noch die Meinung von Firmen zu geben, dass es wirtschaftlich ist, sowas auszubeuten. So, klar ist ja, wenn diese 12 Projekte allein schon 3/4 unseres Kohlenstoffbudgets verbrauchen würden, wäre es wichtig, diese Projekte zu verhindern. Stichwort Klimafasten. Wie machen wir das jetzt? Jetzt in den Fastenwochen, wie verhindern wir das jetzt? Wir werden jetzt nicht unmittelbar, wir, die in dem Kreis sind, diese Projekte verhindern können, aber wir können auf die Finanzindustrie verweisen. Und da wiederum führt der Link ja letztendlich sogar zu eurer lokalen Sparkasse, Volksbank, zu euch, wie ihr selbst das Geld angelegt habt, wie eure Firma das Geld angelegt hat und die Stadt. Also das sind dann schon wieder Punkte, wo wir ganz gut hinschauen und ja, beeinflussen können. Und Fakt ist, dass seit Januar 2016 Finanzinstitute Kredite und Bürgschaften in Höhe von 1,6 Billionen US-Dollar vergeben haben.
in diese 12 Expansionsprojekte, die ich euch gerade vorgestellt habe. Also ohne die Finanzindustrie könnte Öl und Gas nicht gefördert werden und könnte die Klimaheizung nicht vorangetrieben werden. Deswegen wird es ohne einen Umbau der Finanzindustrie nicht gehen. Hierzu bräuchten wir wahrscheinlich wieder ein eigenes Insta-Live, glaube ich. Aber es gibt Vorschläge, die Finanzindustrie grüner zu machen, Green Taxonomy, auch auf EU-Ebene. Das heißt, dass auch solche Institute runtergeratet werden, die toxische Anteile haben, also die in fossile Energien investieren. Beispielsweise ein Lebensversicherer, der sein Geld in fossilen Projekten angelegt hat, wäre dann nicht mehr empfehlenswert für die Kundinnen und Kunden. Die würden dann sagen, das ist hier eher ein vergiftetes Angebot, was ich nicht annehme. Aber leider ist diese Taxonomie, kommt meiner Ansicht nach viel zu langsam voran. Fangt doch einfach mal damit an, bei eurer lokalen Sparkasse und Volksbank nachzufragen, inwiefern sie wissen, inwiefern sie selbst investieren in fossile oder erneuerbare Produkte und Projekte oder inwiefern ihr Mutterkonzern darin investiert. Das fände ich mal wirklich sehr, sehr spannend, das zu hören. Und das könnt ihr auch in eurem lokalen Gremium fragen. Ja, unter den Top 20, die Namen möchte ich schon noch nennen, fossilen Banken befinden sich 8 europäische Banken, die der Öl- und Gasindustrie zusammen 308 Milliarden US-Dollar bereitgestellt haben, angeführt von Barclays, HSBC, BNP Paribas, Deutsche Bank, Credit Suisse und Santander. Es kann keine Politik mehr in Deutschland geben, die der Deutschen Bank in irgendeiner Weise unter die Arme greift oder deren Machenschaften unterstützt. Wer die Deutsche Bank unterstützt, unterstützt die Klimakrise. Das ist relativ klar geworden durch die, wenn auch etwas schnelle Herleitung, die ich jetzt gemacht habe. Und ich denke ganz klar, dass hier Banken gegen das Pariser Klimaabkommen verstoßen und sie aktuell niemand aufhält. Sie veröffentlichen Nachhaltigkeitsberichte, schöne grüne Berichte, aber faktisch finanzieren sie mit Milliarden die Ausbeutung unserer Lebensgrundlagen und finanzieren mit Milliarden die weitere Anheizung der Klimakrise. Ihr kennt alle das Thema Siemens. Siemens will grün werden, aber ist nicht aus dem Kohleminenprojekt in Australien ausgestiegen, was ich für nicht vereinbar halte, diese beiden Werte. Und ja, jetzt komme ich mal zu dem, was wir daraus ableiten. Banken und Investoren müssen ihre Unternehmensstruktur an das Paris-Abkommen angleichen. Wir brauchen eine Green Taxonomy. Wir wollen diese 12 Megaprojekte, die 3/4 unseres CO2-Budgets verbrauchen würden, stoppen. Und stattdessen soll die Finanzindustrie sich klimafreundlichen Investitionen zuwenden. Was könnt ihr jetzt tun? Ich werde das auch noch in den Text reinschreiben. Unterstützt die Petitionen. Es gibt eine Petition No Fracking, keine neuen Terminals für Klimakillergas. Genau, das wäre so die Hauptpetition. Und dann gibt es noch verschiedene Hashtags, die man da auch verwenden kann. Eure lokale Bankanfragen, hatte ich schon gesagt, zu umweltfreundlicher Bankwechseln. Wenn ihr noch Leute kennt, die bei der Deutschen Bank sind oder vielleicht auch Unternehmen kennt, was noch bei der Deutschen Bank ist, manchmal sind es ja nicht Privatkunden, dringende Empfehlung zu wechseln, zum Beispiel zur Umweltbank oder zur GLS Bank oder zu anderen grünen Banken. Und natürlich eure persönlichen Finanzen, aber ich glaube, das habt ihr alle schon getan, entsprechend klimafreundlich anlegen. Das nur ein paar Anregungen von mir zum System Change statt Climate Change Anliegen. Und ich danke euch, dass ihr zugehört habt, dass ihr beim Klimafasten an Bord seid und dass ihr auch das System ändern wollt. Ich werde euch alle Links in den Bericht stellen. Schaut generell mal bei Urgewalt nach, die NGO, die diese Zahlen aufgedeckt hat. Die engagieren sich ganz generell für Divestment, also Abzug von Geldern aus fossilen Technologien. Und die hat immer wieder Aktionen laufen, die man sehr gut unterstützen kann mit politischer Stimme und
politischer Kraft. Ihr könntet auch mal eine Urgewalt-Petition oder Antragstellung bei euch im Kreistag oder im Stadtrat mal anbringen. Wäre ich sehr gespannt, was gesagt wird. Oder im Aufsichtsrat der Sparkasse oder der Volksbank.